Hallo und herzlich willkommen bei einem neuen Video von Kaffee TV. In diesem Video geht es um den Test der Qubo-Kapselmaschine, der sogenannten Jurista-Maschine inklusive Milkmaster. Die Maschine kostet kombiniert mit dem Milchaufschäumer 250 Euro. Alleine nur die Maschine kostet um die 200 Euro. Mir wurde diese Maschine freundlicherweise von Qubo für einen Test zur Verfügung gestellt. Wir haben hier eine Premium-Kapselmaschine, die nicht nur über WLAN und eine eigene App verfügt. Nein, die Maschine verfügt auch über ein Display, welches sie zu der wohl smartesten Kaffeekapselmaschine macht, die ich bisher getestet habe. In diesem Video erfahrt ihr alles zur Kapselmaschine, natürlich wie die Maschine funktioniert, wie die App funktioniert und was ich zu dieser Kapselmaschine sage. Viel Spaß! Der Lieferumfang der Maschine ist schnell zusammengefasst. Auf jeden Fall hatte man beim Auspacken schon das Gefühl, dass man eine Premium-Kapselmaschine in der Hand hält. Eine sehr lustige Idee mit dem Verpackungskarton, den man sozusagen einmal komplett aufklappen kann, dann die Maschine hat. Die Maschine an sich hat kein weiteres Zubehör mitgeliefert, auch der Milkmaster, den muss man ja separat kaufen. Das heißt, der befindet sich auch nicht im Verpackungskarton. Also haben wir im Verpackungskarton eigentlich nur die Jurista-Maschine inklusive Bedienungsanleitung. Die Maschine gibt es in drei unterschiedlichen Farben, in Grau, Schwarz und Rot. Die Jurista-Maschine strahlt insgesamt einen sehr modernen und hochwertigen Charakter aus, also genau was auch mit diesem Qubo-System erzielt werden soll. Es ist ja eine sehr smarte, moderne Kapselmaschine und schon das Design der Maschine strahlt genau dieses aus. Die Maschine ist ungefähr 22 cm breit, 30 cm tief und 28 cm hoch. Wenn man den Verschlusshebel aufklappt, ist die Maschine natürlich noch etwas höher. Insgesamt ist die Maschine sehr hochwertig verarbeitet, obwohl das Gehäuse wirklich primär aus Kunststoff besteht, strahlt die Maschine trotzdem einen sehr hochwertigen Charakter aus. Das liegt unter anderem natürlich hier vorne an den Chromelementen, die aber auch aus Kunststoff bestehen, dem beleuchteten Qubo-Aufdruck hier vorne und auch dem beleuchteten Kaffeeauslauf, wenn man denn einen Kaffee zubereitet. Also diese Maschine hat ganz viele feine Akzente, die diese Maschine zu etwas Besonderem machen und insgesamt der Maschine auch einen sehr hochwertigen Touch geben. Auf der Oberseite der Jurista-Kapselmaschine haben wir ein 2,8 Zoll großes Display, über welches sich ganz einfach Kaffeekreation auswählen lassen. Aber ihr könnt da auch ganz einfach Einstellungen an der Maschine vornehmen oder auch euren Lieblingskaffee nachbestellen. Das Nachbestellen funktioniert allerdings nur, wenn ihr die Maschine via WLAN gekoppelt habt. Die WLAN-Verbindung macht aber wirklich auch Sinn. Also ihr solltet die Maschine mit dem heimischen WLAN-Netzwerk koppeln, denn erst dann könnt ihr den vollen Funktionsumfang der Jurista-Maschine wirklich ausnutzen und nur dann macht diese Maschine in meinen Augen auch wirklich Sinn und bietet einen wirklichen Mehrwert. Bedient wird die Jurista über ein kleines Drehrad, welches sich ebenfalls auf der Oberseite befindet. Die Bedienung ist eigentlich selbsterklärend. Durch Drehen an dem Drehrad kann man durch die Menüs scrollen und durch Drücken auf das Drehrad kann man die gewünschte Auswahl bestätigen. Ebenfalls auf der Oberseite haben wir eine Art Verschlusshebel. Wenn wir diesen öffnen, sehen wir direkt darunter den Kapselschacht, in welchen die Kapseln eingelegt werden. In die Maschine passen logischerweise nur die zugehörigen Qubo-Kapseln. Diese kann man nicht falsch einlegen, denn die passen nur in einer einzigen Position in diesen Kapselschacht. Und wenn man hier den Verschlusshebel schließt, werden die Kapseln nicht, wie bei anderen Kapselmaschinen, automatisch angestochen, sondern das Anstechen der Kaffeekapsel erfolgt erst, wenn dann auch der Kaffee mit der Maschine wirklich zubereitet wird. Wenn gewünscht, können nach dem Einlegen der Kapsel auch Informationen zum Kaffee auf dem Display angezeigt werden. Das Ganze wird möglich durch eine Art Code, der sich hinten auf der Kaffeekapsel befindet. Dieser wird von der Maschine ausgelesen und zeigt dann die Informationen auf dem Display an. Bei dieser Maschine muss man nicht irgendwie hinten aufwendig den Wassertank rausziehen, sondern der Wassertank befindet sich, wie auch alle anderen Teile, vorne an der Maschine. Das heißt, der Wassertank, der übrigens 900 Milliliter fasst, wird vorne an der Maschine rausgezogen und kann dann ganz bequem befüllt werden. Gleiches gilt für den Auffangbehälter für verbrauchte Kaffeekapseln. Auch dieser lässt sich auf der Vorderseite einfach rausziehen, dann entsprechend entleeren. Und wir haben auch ein Tassenpodest. Mit dem Tassenpodest passen Tassen bis zu 8 cm unter den Kaffeeauslauf. Und ohne Tassenpodest können auch hohe Latte Macchiato Gläser bis zu 15 cm unter dem Kaffeeauslauf Platz finden.
Das Abtropfgitter besteht aus Metall, ist, finde ich, vergleichsweise schwer, wenn ich das mit anderen Kaffeekapselmaschinen vergleiche. Darunter befindet sich eine Abtropfschale. Die Maschine sagt einem, wenn diese Abtropfschale voll ist, wenn man diese entleeren muss. Gleiches gilt auch, wenn der Wassertank wieder befüllt werden muss oder der Auffangbehälter für verbrauchte Kaffeekapseln mal wieder gefüllt ist. Der optional erhältliche Milkmaster wird ebenfalls an der Vorderseite der Maschine angedockt. Das Andocken funktioniert wirklich schnell und einfach, hat allerdings einen großen Nachteil, denn der Wassertank der Maschine befindet sich dann hinter dem Milkmaster. Das heißt, sollte die Maschine dann sagen, der Wassertank muss befüllt werden, muss man erst wieder aufwendig den Milkmaster entfernen, um dann letztendlich den Wassertank zu befüllen und den Milkmaster wieder anzudocken. Der Milkmaster mit der oberen Elektronikeinheit besteht aus verschiedenen Einzelteilen. Die Einzelteile können im Geschirrspüler gereinigt werden, bis auf das Elektronikteil. Ich empfehle aber, weil es einfach schneller geht, ein Spülen von Hand. Der Milkmaster verfügt auch über ziemlich coole Features. Zum Beispiel hat er unten eine Indikatoranzeige, die sagen kann, ob die Milch kühl genug ist für die Zubereitung. Es wird nämlich Milch empfohlen, die 7 Grad oder kühler ist. Und das kann anhand der Indikatoranzeige abgelesen werden. Empfohlen wird übrigens Haarmilch mit 1,5% Fett und auch meine Erfahrungen haben gezeigt, dass der Milchschaum mit Haarmilch mit einem geringen Fettgehalt am besten bei der Cubo-Maschine funktioniert. Neben den Standardgetränken wie Latte Macchiato oder Cappuccino kann die Maschine auch einen Milchkaffee, ein Espresso-Latte oder auch kalten und warmen Milchschaum zubereiten. Also die Maschine ist wirklich sehr, sehr vielfältig und wenn man jetzt nur warmen Milchschaum zum Beispiel für einen Kakao machen will, dann ist das auch mit dieser Maschine möglich und dadurch ist es eigentlich eine Maschine nicht nur für Kaffeetrinker, sondern auch für Leute, die jetzt eventuell Kakao mögen, können sich einfach dann warmen Milchschaum machen und das Ganze dann mit Kakaopulver mischen. Kommen wir nun mal zu den Smart Features, die ja die Jurista-Maschine erst zu etwas sehr Besonderem machen und meiner Meinung nach auch Einzigartigem machen. Es gibt die zugehörige Cubo-App, diese gibt es für Android und iOS, das ist jetzt die iOS-Version. Über die App könnt ihr nicht nur Informationen über eure Maschine abrufen, das heißt Reinigungsstatus, Entkalkungsstatus. Nein, ihr könnt darüber auch ganz einfach Kaffee nachbestellen. Das heißt, wenn sich euer Kaffeevorrat dem Ende zuneigt, könnt ihr ganz einfach über die App oder auch über die Maschine selber Kaffee nachbestellen und ihr könnt aber auch, was ich ziemlich cool finde, natürlich vorhandene Kaffeekreationen auswählen, diese an die Maschine senden, aber ihr könnt euch auch ganz einfach euren eigenen Kaffee kreieren bzw. erstellen. Dafür wählt ihr einfach eine Grundlage aus, in diesem Fall jetzt den Latte Macchiato, könnt die Schaummenge anpassen, könnt natürlich die Tassengröße anpassen, ob warmer oder kalter Schaum erstellt werden soll. Die Kaffeemenge kann individuell angepasst werden und natürlich auch die Milchmenge. Das heißt, ihr könnt euren eigenen Kaffee kreieren, den Kaffee benennen, speichern, an die Maschine senden und dann habt ihr immer euren Lieblingskaffee genauso, wie ihr es wollt. Und die App wirkt insgesamt sehr ausgereift, sehr einfach, selbsterklärend und ziemlich cool. Und meiner Meinung nach bietet die Maschine dadurch einen richtigen Mehrwert durch diese Cubo-App, wo ihr beispielsweise auch einen Kaffee planen könnt. Also ihr könnt sagen, morgen früh möchte ich zum Beispiel ein Espresso haben um 5.29 Uhr und dann wird euch die Jurista-Maschine, vorausgesetzt ihr packt abends eine Kapsel in den Schacht und stellt eine Tasse unter den Auslauf, dann wird euch die Jurista-Maschine in den Morgenstunden um 5.29 Uhr ein Espresso zubereiten. Außerdem kann die Jurista-Maschine auch mit Amazon Alexa kommunizieren. Wie das funktioniert, könnt ihr euch in einem extra Video anschauen. Das habe ich euch oben in der Infocard einmal verlinkt. Bevor ich zur Zubereitung in der Jurista-Maschine komme, möchte ich erst noch einmal kurz auf die zugehörigen Kaffeekapseln eingehen, die sogenannten Cubo-Kapseln. Diese haben eine Besonderheit. Diese sind nämlich nicht rund gehalten wie bei anderen Kapselmaschinen, sondern haben ein eckiges Design, was sie schon insgesamt zu was Besonderem macht. Die Kaffeekapseln sind auch vergleichsweise klein, also wir haben hier keine große Verpackungsgröße und die Kaffeekapseln sind komplett aluminiumfrei und können recycelt werden, wenn ihr diese in die gelbe Tonne werft. Zudem haben die Kapseln noch eine Besonderheit. Sie haben nämlich auf der Rückseite einen Code, den die Maschine auslesen kann. Und so kann euch die Maschine dann direkt, wenn ihr die Kapsel einlegt, Informationen zur eingelegten Sorte anzeigen. Ein Nachteil der Kaffeekapseln ist es allerdings, dass diese nur online oder in speziellen Stores erhältlich sind. Das heißt, im Supermarkt werdet ihr diese Kaffeekapseln nicht bekommen. Das ist also wirklich ein Premium-Produkt oder so bleibt es, sage ich mal, ein Premium-Produkt. Und die Kaffeekapseln sind vergleichsweise teuer. Es befinden sich immer nur 8 Kaffeekapseln in der Verpackung. Und ihr seht auch, das sind wirklich immer nur 4 Kaffeekapseln in 2 Reihen. Und ich finde, es ist ein bisschen zu aufwendig, an diese Kapseln zu kommen. Zumindest hätte ich mir gewünscht, dass es die Kaffeekapseln auch in den Chibo-Regalen zu kaufen gibt.
Die Zubereitung mit der Eurista-Maschine ist wirklich sehr einfach. Die Maschine heizt in nur 15 Sekunden auf. Dann muss man eigentlich nur noch eine Tasse unter den Kaffeeauslauf stellen, oben eine Kapsel einlegen und dann natürlich das gewünschte Getränk und die Wassermenge auswählen. Das Ganze funktioniert oben über das Drehrad. Da könnt ihr individuell natürlich die Wassermenge oder auch die Milchmenge anpassen. Und wenn ihr dann drückt, dann wird die Kapsel automatisch angestochen und die Maschine bereitet den Espresso vollautomatisch zu. Die Maschine hat eine Leistung von 1500 Watt und arbeitet während der Zubereitung mit bis zu 19 Bar Pumpendruck. Sie verfügt über das sogenannte Press-Brew-System, das wurde patentiert für das Cubo-System. Das bedeutet im Grunde, dass die Kaffeekapsel bei dem Brühvorgang zusammengedrückt wird und wir dadurch eine Kaffeequalität wie vom Barista erhalten können. Das Kaffeeergebnis spricht auch für sich. Wir haben eine tolle Creme auf dem Espresso und geschmacklich können die Cubo-Kapseln auf jeden Fall auch mit anderen Kapselsystemen mithalten. Die Maschine macht alles vollautomatisch, wirft die Kapsel automatisch aus, stoppt automatisch die Kaffeeausgabe. Also ihr müsst euch da wirklich um nicht viel kümmern. Meiner Meinung nach ist der Auffangbehälter für verbrauchte Kaffeekapseln etwas zu klein geraten. Manchmal passen da wirklich nur 6 Kaffeekapseln rein oder manchmal ist es auch so, dass bis zu 8 Kaffeekapseln reinpassen, aber allerdings nur, wenn sie wirklich optimal fallen. Zudem ist die Eurista-Maschine nicht besonders laut. Das liegt natürlich unter anderem am Gewicht von 6 Kilogramm. Dadurch steht diese Maschine wirklich bombenfest auf der Standfläche. Und auch der Milchaufschäumer wiegt 1 Kilo. Das heißt, mit Milchaufschäumer haben wir hier 7 Kilogramm Maschinengewicht. Und das macht sich während der Zubereitung auch bemerkbar. Kommen wir jetzt abschließend noch zu meinem Fazit zur Eurista-Kapselmaschine, dem Milkmaster und natürlich dem Cubo-System allgemein. Meiner Meinung nach lässt sich die Maschine sehr einfach und innovativ bedienen. Das liegt unter anderem natürlich an der App, wo ihr euren eigenen Kaffee kreieren könnt, diesen an die Maschine senden könnt oder auch zu einer bestimmten Zeit einen Kaffee von der Cubo-Maschine zubereiten lassen könnt. Ergänzt wird das Ganze durch das Display auf der Oberseite und das Drehrad, womit man einfach durch die Menüs scrollen kann und ganz einfach Auswahlmöglichkeiten treffen kann. Außerdem ist die Maschine äußerst robust verarbeitet und vom Design sehr gelungen. Sie strahlt insgesamt einen sehr hochwertigen Premium-Charakter aus, was sie ja auch ausstrahlen soll. Obwohl das Gehäuse zum Großteil aus Kunststoff besteht, das stört meiner Meinung nach nicht wirklich. Das ist eigentlich bei allen gängigen Kapselmaschinen der Fall. Und so ist es natürlich auch hier bei der Eurista-Maschine. Ansonsten ist die Maschine wirklich sehr durchdacht. Gerade, dass sich der Auffangbehälter für verbrauchte Kaffeekapseln vorne befindet, genauso wie der Wassertank. Beim Wassertank hat mich etwas gestört, dass dieser nur 900 ml Fassungsvermögen hat. Genauso wie beim Auffangbehälter, dass in diesen manchmal nur bis zu 6 Kaffeekapseln reingepasst haben. Das hätte beides ruhig etwas größer ausfallen können. Sehr einfach und innovativ ist meiner Meinung nach auch der Milchaufschäumer und die Bedienung. Der Milchaufschäumer lässt sich einfach bei Nichtgebrauch im Kühlschrank lagern und sehr einfach an die Maschine andocken. Der Milchschaum könnte meiner Meinung nach noch etwas cremiger sein, gerade wenn ich das Ganze jetzt mit einem externen Milchaufschäumer vergleiche, liefert die Cubo-Maschine nicht ganz so guten Milchschaum wie ein externer Milchaufschäumer. Meiner Meinung nach ist es aber trotzdem für eine Kapselmaschine ein guter Milchschaum, gerade weil man ja auch die Milchschaummenge individuell einstellen kann. Außerdem sehr gut gefallen hat mir die Kaffeeauswahl von den Cubo-Kapseln. Es gibt wirklich eine ganze Reihe von unterschiedlichen Sorten, die auch wirklich alle sehr gut schmecken. Der einzige Nachteil daran ist einfach, dass die Kaffeekapseln nicht überall erhältlich sind. Aber ich denke, das ist immer so bei einem Premium-System. Und ich denke, das macht ein Premium-System wie das Cubo-System auch irgendwo aus, dass die Kaffeekapseln nur in speziellen Stores oder online zu kaufen sind. Alles in allem kann ich die Cubo-Maschine eigentlich jedem empfehlen, der seine Küche etwas aufpeppen will. Nämlich wenn man diese Maschine in der Küche stehen hat, dann wertet das die ganze Küche auf, weil diese Maschine insgesamt so einen Premium-Charakter ausstrahlt. Es ist aber auch wirklich nur eine Maschine für sehr innovationsfreudige und technikbegeisterte Menschen. Wenn ihr jetzt sagt, ich kann mit den Smart-Features wie App oder WLAN nichts anfangen, dann werdet ihr mit dieser Maschine wahrscheinlich nicht glücklich. Wenn ihr aber sagt, geil, es gibt eine Kapselmaschine, die WLAN hat, die eine App hat, wo ich mir meinen Kaffee kreieren kann, dann werdet ihr mit dieser Maschine wahrscheinlich sehr, sehr glücklich. Also für technikbegeisterte Menschen kann ich das Cubo-System eigentlich nur empfehlen. Es macht wirklich Spaß, auch mit Amazon Alexa die Maschine zu bedienen. Und ich denke, da ist Cubo auch ein bisschen Vorreiter, was das Ganze angeht. Und ich denke, es werden in Zukunft noch viele Kapselmaschinen folgen. Das war's jetzt aber von meinem Test zur Cubo-Maschine. Solltet ihr noch irgendwelche Fragen zur Maschine haben, schreibt es gerne unter das Video.
Ansonsten freue ich mich wie immer über einen Daumen nach oben oder wenn ihr es noch nicht habt, natürlich auch über ein Abo vom Kanal. Das war's, wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao!